Ich möchte ganz gerne über den Begriff Erleuchtung sprechen. Und zwar, glaube ich, gibt es ein grundlegendes Missverständnis davon, was Erleuchtung ist und was eine erleuchtete Person ist. Und zwar ist es so, ich habe ganz lange Erleuchtung immer so verstanden, dass wenn jemand erleuchtet ist, dann ist das so eine ganz spezielle Person. Dann ist diese Person, dieser Mensch, ist dann auf eine ganz gewisse Art, also bestimmte Art und Weise, ist er irgendwie rein. Dann ist dieser Mensch, hat er bestimmte Attribute, bestimmte Eigenschaften wie liebevoll, immer freundlich, wird nie wütend oder ausfallend. Ja, irgendwie alles so Attribute, die ich als erstrebenswert betrachte und dieser Person irgendwie zuschreibe und dann denke so, ja, okay, das ist jetzt diese erleuchtete Person. Und wenn man in den Raum kommt, dann leuchtet irgendwie dieser Mensch auf eine ganz bestimmte Art und Weise und so ganz, ganz speziell. Und dann hat man sofort so ein klares Gefühl von, oh ja, das ist er oder das ist sie und sie ist es oder er hat's oder sie hat's. Ja, ja, und das, ich glaube, dass das halt nicht ganz stimmt, beziehungsweise dass dieser Begriff Erleuchtung an der Stelle nicht, also der hat im Grunde dann zwei wesentliche, ja, gibt es zwei Probleme mit diesem Begriff. Das eine ist, ich sage nicht, dass es nicht möglich ist, als Mensch eine Entwicklung durchzumachen, die einen irgendwie leuchten und strahlen lässt auf irgendeine Art und Weise, dass man dann irgendwie ganz besonders wirkt auf Menschen, das kann durchaus sein. So, das ist Punkt 1. Hat aber mit Erleuchtung eher wenig zu tun. So, und der zweite Punkt ist, es gibt keine erleuchtete Person. Also im Grunde jeder Mensch, der von sich behauptet, er oder sie sei erleuchtet, ist per Definition nicht erleuchtet, weil für mich ist Erleuchtung genau der Punkt, an dem die Alleinheit, ja, dieser jetzige Augenblick sich selbst erkennt oder erscheint als die Erkenntnis, dass da niemand drin ist in diesem Körper und dass alle anderen Körper da draußen auch keine separate Entität namens Ich enthalten oder so. Es gibt einfach keine Trennung zwischen mir und dem Erlebten. Ja, es gibt keine Perspektive in dem jetzigen Moment. Das, was erscheint, erscheint perspektivlos, ohne eine getrennte Position, von der aus erlebt wird. Und das kann, wie gesagt, dieser Moment kann eintreten. Also das kann passieren, wenn sich jemand mit Themen wie zum Beispiel Non-Dualität auseinandersetzt oder vielleicht mit anderen, mit Buddhismus oder was auch immer. Kann das passieren? Es muss nicht passieren, aber es kann passieren, dass plötzlich genau diese Erkenntnis eintritt. Aber diese Erkenntnis, also es gibt niemanden, der erkennt, nochmal, ne? Also da ist niemand, der erkennt, sondern die Alleinheit, die durchschaut sozusagen die Illusion des Ich und wacht aus dem Ich-Traum auf, ja? Wenn ich der Traum bin und der Traum endet, dann gibt es kein Ich mehr. Dann gibt es nur noch das, was da ist, für niemanden und von niemandem gemacht. Und dieser Moment, diese Erkenntnis, das ist der Punkt, den ich persönlich definieren würde als, das ist Erleuchtung. Das bedeutet nicht, dass man ab diesem Moment an sofort komplett frei von jeglicher Trauma-Energie ist oder so, dass der Körper plötzlich völlig transformiert ist und der Geist völlig transformiert ist. Das heißt das überhaupt nicht. Ich glaube, es ist sogar völlig normal und üblich, dass ein Mensch, der durch diesen Prozess, sage ich mal, gegangen ist oder beziehungsweise wenn ein Mensch plötzlich verschwindet, in dem Sinne, dass die Erkenntnis erscheint, oh, mich gab es ja nie. Wenn der Mensch dann plötzlich, also wenn diese separate Person plötzlich nicht mehr da ist, dann ist aber der Körper immer noch da. Naja, der ist noch da, könnten wir auch nochmal drüber diskutieren, aber wie gesagt, und die Energie in dem Körper ist ja auch immer noch da. Und
Genauso ist die Traumaenergie ja auch noch da. Also alles, was der Körper so angesammelt hat über das ganze Leben, das ist ja nicht weg. Und was dann passieren kann, ist natürlich, dass dieser Körper oder dieser Mensch oder der Mensch, der dann halt nicht da ist, dieses paradoxe Wesen, trotzdem weiter daran arbeitet und naja, versucht, diese Traumaenergie loszuwerden. Versucht, sich immer weiter zu entspannen. Also der Körper arbeitet weiter daran, um sich in den jetzigen Moment hinein zu entspannen. Völlig unabhängig davon, was der jetzige Moment mit sich bringt. Völlig egal, welche Qualität oder welche Geschmacksrichtung das Ganze gerade hier annimmt, sich trotzdem hinein zu entspannen in die Erfahrung, in diese Erfahrung des Menschseins im jetzigen Augenblick. Und dann kann daraus wahrscheinlich, also wenn dieser Prozess weiter verfolgt wird, kann daraus vielleicht, wie gesagt, dieser tolle Mensch entstehen, den man dann so bewundern kann. Aber das hat mit dem Begriff Erleuchtung dann nichts zu tun. Daher, erleuchtet zu sein, geht erstmal gar nicht. Und wenn Erleuchtung eintritt, ist das nicht eine schlagartige Veränderung um 180 Grad ins absolute Gegenteil oder eine völlige Auflösung von jeglichem Leiden oder sowas, sondern einfach nur es geschieht eine Erkenntnis, es geschieht eine unumstößliche Klarheit, die nicht wieder rückgängig gemacht werden kann. Und die Erkenntnis ist, wie gesagt, keiner hier, keiner zu Hause.